Wir befinden uns heute vor dem Brandenburger Tor, einem der wichtigsten Bauwerke Berlins. Aufgrund seiner historischen wie auch städtebaulichen Bedeutung möchten wir Ihnen dieses Monument im Folgenden näher vorstellen. Das Brandenburger Tor befindet sich in der Dorotheenstadt am Pariser Platz im Bezirk Mitte. Es wurde anstelle des 1734 im Zusammenhang mit der Akzise- und Steuermauer errichteten einfachen Stadttores auf dem gleichen Standort erbaut. Im Zuge der Erweiterung der Dorotheen- und Friedrichstadt war die Straße unter den Linden verlängert worden. Sie hatte ihren Abschluss im Westen durch einen viereckigen Platz, dem Carré, erhalten. Durch königliche Privilegien gefördert, wurde der Platz relativ rasch mit barocken Palais bebaut. Spätestens seit 1776 wurde dieses Stadttor als Brandenburger Tor bezeichnet. Aufgrund ästhetischer und bautechnischer Überlegungen wurde ein Beschluss zur Erbauung eines neuen Brandenburger Tores gefasst. Der Nachfolger Friedrich des Großen, Friedrich Wilhelm II., beauftragte den Baumeister Karl Gotthard Langhans mit dem Neubau im antiken griechischen Stil. Er gab den Befehl, Zitat, die großen und schönen Partien der Stadt und des daran liegenden Tiergartens der Gestalt miteinander zu verbinden, dass dem Tor so viel mögliche freie Öffnungen und viel Durchsicht gegeben werde. So wurde in den Jahren 1788 bis 1791 ein neues Tor errichtet. Das Tor, aus Sandstein bestehend, ist vom Vorbild der Propyläen zur Akropolis in Athen geprägt. Wie kam es zu dieser Wahl der Gestaltung? Nun, außer den römischen Triumphtoren und Festungstoren gab es damals keine andere Typologie für Stadteingänge. Die Propyläen waren eine allgemein verständliche Metapher für eine höhere Sphäre und der Eingang zu einem heiligen Bezirk. Sie verfügten deshalb, dem Charakter der Kultstätte entsprechend, nur über einen schmalen Durchlass. Langhans sollte jedoch dem Tor freie Öffnungen und viel Durchsicht geben. Der Bau musste also beidem gerecht werden. Die grundlegenden Elemente zeichnen das Tor bis heute aus. 6 dorische Säulen auf jeder Seite, 5 Durchfahrten, die mittlere ist etwas breiter, und 2 Torhäuser. Bautechnisch genügen die Säulen nicht den klassischen Vorbildern, da sie nach innen mit massivem, tragenden Mauerwerk verbaut sind. Die Innenseiten der Durchfahrten, wie auch die sogenannte Attika, sind mit Reliefs bedeckt. Zu beiden Seiten des Tores befanden sich immer Torhäuser, für die militärische Wache und den Steuereinnehmer. Nach Niederlegung der Zoll- und Akzisemauer Ende des 19. Jahrhunderts ersetzte der Schinkelschüler Heinrich Strack sie durch offene Säulenhallen, deren Gestaltung er dem Tor anpasste. Bekrönt wird das Brandenburger Tor von einer etwa 5 Meter hohen, in Kupfer getriebenen Skulptur, der sogenannten Quadriga. Die Quadriga, zu Deutsch Viergespann, stellt die geflügelte Siegesgöttin oder Friedensgöttin dar, die einen von 4 Pferden gezogenen Wagen in die Stadt hineinlenkt. Die von Gottfried Schadow entworfene Skulptur wurde Ende des 18. Jahrhunderts auf das Tor gesetzt. Die Figur der Göttin wird vielfach gedeutet. So wird sie als geflügelte Friedensgöttin Irene oder als Siegesgöttin Nike bzw. Victoria beschrieben. Einige Kritiker sind der Ansicht, dass es sich bei der Wagenlenkerin nicht um die vielfach genannte Friedensgöttin Irene handeln kann. Dies sei aus vielen Gründen unwahrscheinlich.
nicht zuletzt, weil Irene in ihren Darstellungen niemals mit Flügeln zu sehen sei. Das erklärende Attika-Relief auf dem Sockel der Quadriga, ebenfalls von Schadow entworfen, zeigt einen Triumphzug der Göttin, die den Frieden bringt und ein Gefolge aus Personifizierungen der Tugenden wie Freundschaft, Eintracht, Staatsklugheit sowie der verschiedenen Künste und Wissenschaften um sich versammelt hat. Die Quadriga hat, dem Wandel der Zeiten und politischen Ereignissen unterworfen, ein wechselvolles Schicksal. Der ersten Aufstellung der Skulptur um 1793 folgte bereits 1806-1807 die erste Demontage durch Napoleon und ihr Abtransport nach Paris. 1814 holten die Preußen sie zurück und fügten in den Kranz auf dem Stab der Friedensgöttin ein eisernes Kreuz ein. In den folgenden Jahren und besonders im Zweiten Weltkrieg wurden das Brandenburger Tor und die Quadriga schwer beschädigt. Dank einem im Zweiten Weltkrieg genommenen Gipsabdruck wurde 1958 eine Kopie der Skulptur erstellt. Die Quadriga, die wir heute sehen können, ist also nicht das Original. Von diesem ist einzig und allein ein Pferdekopf erhalten, der heute im Berliner Märkischen Museum ausgestellt ist. Das Eiserne Kreuz wurde zum Wiederaufbau des Stadttores 1957 von der Ostberliner Staatsverordnetenversammlung entfernt, da es als Symbol des preußischen Militarismus angesehen wurde. Bei der letzten Restaurierung 1991 erhielt die Friedensgöttin, natürlich nach kontroverser Diskussion, das Eiserne Kreuz zurück. Die Attika und die Innenseiten der Durchfahrten sind mit Reliefs bedeckt, die unter anderem Taten des Herkules darstellen. Die Reliefs am Fries zeigen zahlreiche Abbildungen von Zentauren, was auf den Bezug zu griechischen Mythen hinweist. Auch in den Durchfahrten sind Szenen der griechischen Göttermythen dargestellt. Hier ist Herkules zu sehen, der die Götter im Kampf gegen die Giganten unterstützt. Geschildert wird der Augenblick, in dem Herkules Porphyrion erschießt, der sich mit seiner rechten Hand gegen den Blitz des Zeus abschirmende Gigant links im Bild und auch die am Boden liegenden, von Gesteinsbrocken erschlagenen Giganten deuten den Sieg der Götter an. Überraschend ist die Tatsache, dass sich innerhalb der Attika, die von unten so massiv wirkt, Räume befinden. Man gelangt dorthin über Treppen in den seitlichen Säulenbauten. In den verschiedenen Kriegen sollen diese Räume zur Verschanzung und als Gefangenenlager genutzt worden sein. Das Brandenburger Tor ist nicht nur in historischer, sondern auch in politischer Hinsicht bedeutsam. Es markierte die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin und damit die Grenze zwischen den Staaten des Warschauer Paktes und der NATO. Bis zum Fall der Mauer war es Symbol des Kalten Krieges und wurde nach 1990 zum Symbol der Wiedervereinigung.